Oh, 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 drei, zwei, eins. Hallo zusammen, willkommen zu einer kleinen Zusammenfassung. Gestern war der Livestream und die Folge nach dem Livestream soll immer so eine kleine Zusammenfassung sein. Ich wollte eigentlich das machen wie letzte Woche, dass ich dann die Livestream-Aufnahme nehme und da halt ein paar Sachen zusammenschneide und dann darüber quatsch. Problem ist aber, irgendwie ist die erste Hälfte von dem Livestream nicht auf Twitch zu finden. Warum auch immer, keine Ahnung. Und dann dachte ich mir, logge ich mich eben ein, zeige die erste Hälfte live, also quasi direkt auf dem Server. Und im Anschluss kommen dann nochmal ein paar Szenen, die ich halt so erlebt habe. So, aber ich musste erstmal rein und ich glaube, ich muss ein Stück Richtung meines Hauses erstmal gehen. Weil ich noch auf dem Piratenschiff bin. Da seht ihr aber nachher noch ein paar Sachen. So, genau, ich habe gut Stuff gesammelt. Und jetzt sehen wir mal den Stuff, um damit mal eben zum Portal zu fliegen von mir. Um dann mal fix in die Stadt zu kommen. So, hier ist, glaube ich, Hause, genau. Einfach Richtung Süden und gib ihm. Wie gesagt, ich werde das nichts machen, großartig. Ich werde jetzt einfach straight zum Portal fliegen. Dass es gleich auch irgendwann kommen wird. Da ist es. Und dann einfach zu Hause in der Hütte rein und dann zeigen, was ich gemacht habe. So, weil man soll ja so nichts machen derweil. Oder nichts weiterbauen. Keine Ahnung. So. Da sind wir schon. Angefangen habe ich damit, erstmal die ganzen Kisten, die hier standen, nach oben zu befördern. So, da sind wir. Und da habe ich mir so ein kleines Lager gebaut. Habe hier oben dann noch diese komischen Regal. Ja, diese Küchenschränke würde ich so einfach mal nennen. Und ein bisschen einsortiert nach Items und Essenzen und besonderen Items. Ist ja jetzt auch so, dass man, wenn man in einer fremden Stadt ist, die Kisten und alles andere unberührt lassen muss. Wirklich alles. Also wenn ihr mal irgendwo seht, dass jemand was klaut, direkt Bescheid sagen und dann gibt's Haue. So, das war zumindest das, was ich in dem ersten Teil gemacht habe. Genau wie den Turm hier angefangen. Ted hat mir irgendwie einen geilen Baum hier hingebaut. Ich denke mal, es war Ted. Ich weiß es noch nicht hundertprozentig, aber ich glaube schon. Die Etage habe ich auch ein bisschen ausgebaut. Hier oben die Decke ein bisschen begradigt. Wobei ich will den Turm so halbwegs eingestürzt lassen. Nur ich denke, dass das hier noch zugebaut wird. Hier vorne noch ein paar Fenster reinkommen. Da noch eventuell irgendwas hinkommt. Und dann war es dann soweit mit dem Türmchen. Dann zeige ich nochmal von draußen. Genau, hier noch ein Zombie-Kopf hingemacht, obwohl der Baum ist ein bisschen blöd, der versperrt so ein bisschen die Sicht. Genau, hier ist der normale Boss-Turm. Hier vorne habe ich nichts geändert. Und auf der Seite habe ich halt den Kram gebaut und den Turm ein bisschen höher gezogen, obwohl so hoch sieht er jetzt gar nicht mehr aus. Ich glaube, ich baue den nochmal richtig hoch, dass ich halt einen richtigen Turm habe. So, was habe ich noch gemacht? Genau, dann habe ich mir richtig viele Zauberstäbe gemacht. So richtig viele. Hab die dann verzaubert mit Unbreaking 3, weil das geht wohl umsonst. Und bin Richtung Mitte geflogen. Habe ich auch erreicht. Kann ich mal eben zeigen. Bin ich Richtung. Warte, ich mal weiter weg. Genau, hier war die Pyramide, wo wir letztes Mal den Speicherpunkt gemacht haben. Bin dann Richtung Mitte. Hab da eine Tür gesetzt und bin dann weiter Richtung Stadt Rot, weil das so im Livestream entschieden wurde. Und hab dann hier auch nochmal in dem Bereich eine Tür gesetzt. Da habe ich allerdings meine, ja, wie soll ich sagen, meine Facecam, die war über der Koordinate, damit man nicht direkt verpetzen konnte, wo meine Tür ist, damit ich da eventuell noch ein paar coole Sachen machen kann. Auf jeden Fall Stadt Rot erreiche ich jetzt innerhalb von 2 Minuten, wenn überhaupt. Und hier ist noch Stadt Blau. Da war ich aber noch nicht, oder die ist hier unten, glaube ich. Da werde ich dann irgendwann andermal nochmal hingehen. So, ich glaube, das war's soweit von der Folge. Genau, richtig. Hier geht's ja zur Pyramide hinten. Ne, gar nicht. Hier ist die Mitte. Da war die Pyramide, wo ich vorhin war. Und hier ist Stadt Rot drin. Muss ich dann wahrscheinlich in der nächsten Aufnahme hier vorne noch ein bisschen zubauen, weil wenn da mal andere Leute durchkommen sollten, damit die nicht da durch dürfen. Weil abbauen dürfen die Klötze ja nicht. So, jetzt kommen im Anschluss noch ein paar Szenen. Wie gesagt, wie ich war da und ich kann ja nochmal eben erzählen, was noch war. Ich war da noch auf dem Piraten, ne, ich war noch in so einem Dungeon drin. Hab da ein bisschen gelootet, bin da noch weitergeflogen, war auf dem Piratenschiff und hab mich mit dem Piratencaptain angelegt.
Und der hätte mich ohne Scheiß, der hätte mich so weit von kaputt geschlagen. Ich glaube, ich hatte nur ein halbes Herz, konnte dann mit meinem Stuff hier wegfliegen und mich dann regenerieren und den dann kaputt. Also konnte den dann kaputt schlagen. Und dann habe ich nochmal einen Ninja-Dasher bekommen. Das ist, glaube ich, der zweite, den ich habe. Und dann waren hier noch ein paar coole Items, zum Beispiel das hier, da kann man unsichtbar werden. Braucht man aber Enderperlen für. Und davon, von den Hexical Essence, habe ich, glaube ich, 9 oder 10 Stück jetzt. Ich kann nochmal eben reingucken oben. Weil man das ja für die obergeilen Rüstungen braucht. Oder 8 Stück. Genau, 2 Rüstungsteile können wir schon bauen. Und 8 Hexikal-Essenzen fehlen noch. Gut. Und jetzt kommen noch ein paar Szenen und ansonsten sage ich bis morgen im nächsten Part. Tschüss. Mach dir mal eine goldene Feder, dann hast du keinen Fallschaden mehr. Oh! Okay, warte. Nochmal eins, ich hau die mal eben kaputt hier. Siehst du Hannibal LP? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, aber wir haben mal was aufgenommen. Folge 3. Hilfe! Folge 300 bei Minecraft. Single LP, da ist Hannibal mal als Gast. Das ist aber schon lange, ja, dann, ne? Ja. Ewig! Aber wissen die das dann nicht eh auch alle, wenn du jetzt da was vorliest? Was, wenn ich was vorlese? Du hast also gesagt, du liest da jetzt, also hast du jetzt nicht die Koordinaten vorgelesen? Ja, nur wo die Stadt ist. Ach so. Aber wo an der Stadt das Portal ist, dann sollen sie ja nicht unbedingt wissen, die Leute, die da wohnen, ne? Das müsste eigentlich im Moment die Stadt kommen, da. Die Wüste erstreckt sich. Da ist sie, da ist sie, da ist sie. Ist landig? Da ist die Stadt. So, wir sind da, endlich, wir sind da. Jetzt können wir endlich ein paar Leute kaputt schlagen, wenn die mal online kommen. Die Adventure hier. Tür und Portal. Okay. Gut, im Grunde haben wir es geschafft, was wir schaffen wollten. Ich mach die Wand hier nochmal zu. Cool. Zieh ich da wieder rüber hier und alle sind gut. Yeah. Sind wir nur, da ist noch ein Schiff. Komm, wir fliegen nochmal zum Schiff und vermöbeln alle. Boah, wie das aussieht, ey. Ich muss kotzen dabei. Das ist die Königswanne, die Piratenwache. Aber die 2 Stunden sind gleich wirklich mal um. Da sind auch. Ich hab gesagt, ich mach den hier noch platt, den Kollegen hier, und dann geht's los. Also dann ist Ende, dann machen wir. Weil das ist der Piratenkapitän. Steht ja auch dran, wie du sehen kannst. Mhm. Oh, 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 oh. Krieg zwischen den Städten. Also es gibt auch Krieg zwischen den Städten. Ich habe auch vor, da welche kaputt zu hauen. Hab ich mir vorgenommen. Es leckt, es leckt. Oh! Ich muss meine Energie im Auge behalten. Guck mal, der hat noch 150. 93 ausgezeichnet. Oh! Fuck, 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 fuck. 63, ich bin vergiftet. Boah! Oh! Hast du gesehen? Ich hatte noch einen halben. Nein, wie soll ich das denn sehen? Voll krass. Ich will jetzt auf den Chat fahren. Sag das doch. Warum ist die Regeneration denn so langsam? Boah, ich dachte, ich wäre tot. Dann hätte ich morgen die Königswahl nicht mitmachen können. Das war spannend. Ich fliege jetzt einmal hin und klopp den kaputt. Der hat, glaube ich, noch 60 Energie. Schade, warum sehe ich sowas nicht? Warte, wie knapp das war? Ja. Oh, er ist down. Disconnect.